So, und herzlich willkommen zurück. Ist nicht so optimal. Autsch! Der Lapp da hinten, ne? Ja, ich glaube, es sind generell alle. Yeah. Bin aber echt nur zu blöd und lass mich auch von jedem Scheiß treffen, ne? Ich weiß, ich kann nicht treffen, brauche mich nicht zu erwähnen, danke. Das muss ich jetzt nicht zwingend hören.
Aus so einem habe ich das Überprüfungsmodul meines Speers gebaut. Die Rebellen benutzen sie wohl auch. Eine Taube. Super. Sag mal, bin ich so blöd zum Treffen oder was? Scheinbar. Bisschen schwerfällig, die Aloy. Im ersten war sie agiler.
diesen scheiß Schild gespammen, ne? Ich hab sie! Du bist hier auf der Flucht. Kann das auch mal weggehen? Super. Lief jetzt nicht so gut wie gedacht, aber immerhin. So, jetzt will ich aber erst nochmal die Leichen hier looten, bevor die verschwinden. Wenn ich es denn brauche. Ernsthaft, ein unsichtbarer Pixel hat die jetzt geschützt. Warum kann ich mit dem Scharfschussbogen eigentlich keine Fähigkeiten spammen? Wenn die das doch lieben. War das jetzt nicht unbedingt Mädchen. Aber es war okay. Also ich will nicht sagen, wie du da liegst, ne? Aber mit einem Pfeil immer gut. Ich glaube, mit einem Pfeil im Gesicht hat sie wesentlich andere Sorgen, außer die Lage ihrer Beine. Das Rebellenlager.
Gut, bin drin. Wenn ich den finde, der hier das Sagen hat, wird mir vielleicht klar, was sie vorhaben. Gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Ja, ich habe das Gefühl, dass sie wahrscheinlich... Nicht da rein. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Ist noch was, was es mit den Zündern auf sich hat, kann ich noch nicht sagen. Osan, was machen die hier? Die sehen nicht sehr freundlich aus. Ich habe das Gefühl, das wird ein größerer Akt hier. Was generell kein Sichtkontakt, du Lappen. Ich will erstmal gucken, was hier alles auf mich wartet. Bevor ich euch in den Hintern trete. Aber nicht da runter, ne? Nee. Ich hab den Fall verloren. Die
Kann ich den nicht treffen? Sag mal, bin ich jetzt so blöd zum Kacken oder was? Sagt nichts. Ich befürchte, die Antwort wird mir nicht gefallen. Von hier wird das Lager geleitet. Wir bringen es zu Ende. Willst du mich verarschen? Bin ich auch mal gespannt, warum. Weil die Osram doch eigentlich Händler und Handwerker waren. Naja. Söhne des Prometheus. Ingenieure und Agenten der Söhne des Prometheus. Mir ist Murren zu Ohren gekommen. Gejammere über die Tenakt, die Arbeit, die Bedingungen. Verlorene Gliedmaßen, wenn jemand unachtsam mit einer Maschine war. Das verstehe ich. Es war ein langer Weg. Wir haben gelitten. Wir werden weiter leiden. Doch wir sind nah dran. Diese Allianz wird uns zum Ziel führen. Versprochen. Die Kaja werden für die roten Raubzüge büßen. Mit Blut. Ebenso wie all ihre Kollaborateure in der Garde und im Anrecht. Also seid still. Geht an die Arbeit. Und denkt immer daran, die Abrechnung wird kommen. Offenbar sind die Söhne des Prometheus auf Blut aus. Und die Kaja sind ihr Ziel. So wie die Garde. Was führt ihr sonst noch im Schilde? Ich würde gerne. Befehle zur Aufstockung der Anzahl an Maschinen, die gefangen und überbrückt werden. Gar nicht gut. Ich habe das Gefühl, es kommt zum Krieg. Also typische Kriegsvorbereitung.
Ein Überbrückungsmodul. Wie meins. Aber modifiziert. Sieht aus, als funktioniert es nur im Innern einer Maschine. Dafür ist die Ausrüstung da draußen. Sie durchbohren die Rüstung einer Maschine und pflanzen ihr das Modul ein. Also sammeln die Rebellen alte Verderber in der Gegend für Überbrückungsmodule. Und die Söhne des Prometheus modifizieren sie für den dauerhaften Einbau in die Maschinen. Jetzt haben sie Befehl, noch viel mehr zu überbrücken. Was ihnen nicht gelingen wird, wenn ich die Ausrüstung im Lager zerstöre. Das dürfte ihnen ihre Pläne vereiteln. Ja, sollte kein Problem sein. Damit haben sie Maschinen gebändigt. Und dieser Hammer. Er hat ein Überbrückungsmodul wie meins, aber anders. Ich glaube, damit überbrücken die Rebellen die Maschinen. Wenn ich das zerstöre, haben die Rebellen weniger davon. Jetzt kommen die Rebellen nicht mehr so leicht an neue Maschinen für ihre Armee. Super. Und ich habe Fähigkeiten bekommen. Super. Wenn sich das Schwein schon so anbietet. Gut, das lief besser als gedacht. Hier hätten wir theoretisch noch unbekannte Werkbank. Das probiere ich nochmal. Ich will jetzt in der Wüste eigentlich bleiben. Das machen wir aber im nächsten Part, weil ja, das Rebellenlager hat doch mehr war doch größer als gedacht. Aber auf der anderen Seite hat es auch länger gedauert als gedacht. Also war cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.